Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute stelle ich euch mal mein neues Wiederlade-Ladebuch vor, was ich extra für mich gemacht habe. Also eigentlich ist es in erster Linie für mich, aber ich habe es natürlich auch im Verkauf, ganz klar. Und ich erkläre euch mal, wie ich mit dem Buch umgehen werde und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich habe in meiner Ladungsentwicklung extra noch eine Woche länger gewartet, weil die Dinger kamen wieder mal nicht pünktlich. Und jetzt ist das neue kleine Ladebuch fertig. Also Ladebuch in dem Sinne, ich will ja meine Munition entwickeln und will meine Ladedaten nicht mehr auf irgendwelchen Zetteln haben. Und ich möchte meine Munitionsentwicklung nachvollziehen können. Das heißt, was hat sich verändert und was habe ich angepasst, welche Werkzeuge, und möchte nicht auf einmal dastehen und sagen, oh, jetzt schießt das aber nicht so, wie ich das gerne hätte. Woran liegt denn das jetzt? Und das kann mir nicht mehr passieren, weil ich für mich so eine Vorlage gebaut habe. Jetzt ist alles an einer Stelle und man kann das Buch so benutzen, dass man zum Beispiel für alle seine Kaliber das hier einträgt. Ich glaube maximal 6, weil es nur 6 Grundlagenblätter gibt, glaube ich. Und dann die Munitionsentwicklung, oder man macht das anders, so wie ich. Ich nehme für jedes Kaliber, ich habe ja eh bloß 2, nehme ich ein so ein Buch, dann weiß ich, alles klar, hier ist mein Kaliber so und so drin. Und es gibt keine Zettel mehr. Ich habe das wirklich viele, viele Jahre mit Zetteln gemacht und es hat mich jetzt im Endeffekt ziemlich aufgeregt, weil ich immer irgendwas verlegt hatte oder irgendwas nicht mehr wusste oder wie hatte ich denn das damals gemacht. Und ja, und dann habe ich gemerkt, Zettel ist weg. Und so ist es ja ganz oft. Ich gehe mal in das Buch rein und zeige euch, wie ich das aufgebaut habe und warum ich das so aufgebaut habe. Ich setze mal meine Brille auf, damit ich das hier auch alles lesen kann und gehe erstmal auf das Inhaltsverzeichnis. Und das Ganze ist folgendermaßen gegliedert. Es gibt die Grundlagenblätter für die Waffen. Das ist der sogenannte erste Teil. Dann erläutere ich das natürlich, was da reingehört. Dann gibt es den zweiten Teil, das sind die Ladedaten, und das ist immer getrennt nach rechts und links. Aber gehen wir mal von vorne los und ich zeige euch die sogenannten Grundlagenblätter. Das ist immer auf 2 Seiten, also es passen 2 Waffen hier rein eigentlich, oder ihr verändert die Waffe oder lasst die verändern und dann könnt ihr das Blatt nochmal neu ausfüllen. Ich habe, damit es einfacher verständlich wird, eine erste Seite hier bereits eingetragen, mal als Beispiel, damit ihr seht, wie ich das meine und was ich dort alles eintrage. Das meiste ist natürlich selbsterklärend, aber so ein Beispiel hilft immer, wenn man manche Dinge vielleicht doch nicht gleich so versteht, wie ich das gemeint habe. Deswegen habe ich das Beispiel da reingenommen. Also bei der Waffe steht natürlich, welche Patrone, welcher Drall, welches Zielfernrohr, welche Lauflänge, auch ganz wichtig, welches Absehen, Zielfernrohrhöhe, Nullung, Geschoss, Gewicht und so weiter. Also alles diese Daten, ja, Länge, ballistischer Koeffizient und so weiter, die man benötigt, um die Ballistik zu berechnen. Natürlich auch die V0, also die Mündungsgeschwindigkeitstabelle, die man benötigt. Und davon gibt es gleich 3. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man manchmal einfach die Daten anpasst und dann ändert sich das ein bisschen. Dann brauche ich hier kein neues Waffenblatt anlegen, sondern ändere einfach nur die Tabelle. Im Normalfall reichen ja so oft 4 Werte aus und dann kann man da schon alles berechnen. Also da stehen 3 Tabellen, ich glaube mit 8 Zeilen. Man könnte theoretisch das Ganze 6, 7, 8 Mal verändern und trotzdem könnte man immer noch dieses eine Blatt benutzen. Und das ist wichtig, wenn man nachher die Ballistik berechnen will. Und das braucht man auch zur Munitionsentwicklung. Also nicht alle Daten, aber einige davon. Da ich das aber bei der Munition brauche, habe ich dafür halt diese 6 Seiten vorgesehen. Danach wird in einem Textblock in mehreren Seiten erklärt, wie man die Daten in dem Ladebuch nachher einträgt für die Munition. Davor gibt es noch ein sogenanntes Verzeichnis. Also da, wo die Ladedatenblätter anfangen, gibt es ein Verzeichnis. Und da kann ich reinschreiben, was alles Inhalt ist. Also immer, wenn ich eine neue Seite anfange, dann mache ich hier auch einen neuen Eintrag und sage, alles klar, so lange, bis die Munition fertig entwickelt ist. Ich schreibe also jeden sinnvollen Zwischenschritt auf,
Vor allem, wenn ich dann rausgehe und teste und danach wieder die Munition verändere. Dann steht hier immer ein neuer Zwischenschritt und es gibt dann auch eine sogenannte Nummer. Und ich habe hier auch auf der ersten Seite gleich so ein Beispiel komplett ausgefüllt, damit man mal sieht, was ich da alles so eintrage. Und in den Notizen hier nebenan ist auch noch was. Also, die rechte Seite ist immer das Ladebuch, also die Ladedaten, was gehört da alles rein. Und die linke Seite ist immer die Ladeleiter, die ich schießen kann. Denn wenn ich eine Munition fertig habe, dann schieße ich auch eine Ladeleiter. Und man kann hier, glaube ich, ja, wie viele Gruppen sind das hier? Also man kann zum Beispiel in einer Gruppe, die man baut, mit der gleichen Ladung zum Beispiel, ja, oder der gleichen Setztiefe oder sowas, kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schuss machen. Und da ich da meistens doppelte Ladung mache, also zweimal 6 Schuss mache, habe ich da also 2 Zeilen für aufgenommen. Man kann natürlich auch 12 Schuss machen, aber ja, ich mache lieber 6 Schuss plus 6 Schuss oder 5 Schuss plus 5 Schuss und trage die dann hier ein. Also ich schieße die Ladeleiter einmal durch mit 4 verschiedenen Ladungen und dann noch einmal, weil sich das Gewehr ja auch ein bisschen anpasst. Und dann habe ich auf jeden Fall die Sicherheit. Es werden dann die durchschnittlichen Mündungsgeschwindigkeiten aufgeschrieben, die Standardabweichung wird aufgeschrieben und so weiter. Das kommt hier alles rein, auch der Streukreis natürlich. Und dann habe ich quasi für die Ladung, die auf dieser Seite steht, die Daten, die ich da wirklich benötige. Das Ganze ist als Ringbuch gedacht, deswegen, weil man das dann so schön hinlegen kann und auch richtig drauf schreiben kann, was bei normalen Büchern einfach nicht funktioniert. Ja? Und wenn ich die Seite benutzen will, dann drehe ich das einfach um und kann das auch super beschreiben. Was ist jetzt alles hier so drinne? Auf dieser Seite Ladungsentwicklung. Darum geht es ja. Das sind die meisten Seiten in diesem Buch logischerweise. Und die Ladungsentwicklung hat einen Patronennamen natürlich, den ich dann auch gleich auseinanderhalten kann gegenüber anderen Patronen und hat eine laufende Nummer. Und diese Nummer kriegt bei mir auch eine fortlaufende Nummer, bis ich die Munition zu Ende entwickelt habe. Und dann kommt hier ein X rein, fertig, Muni ist erledigt. Ne? Wenn ich das dann suche ich einfach, wo ist das X, da ist die fertige Muni. Also so, dass man das auch nicht unendlich suchen muss. Klar, Hülsenfabrikat, die Charge steht mit drinne, der Zustand, ob die abgefeuert wurde, von welcher Waffe, und wie die gewaschen wurde, wie lange, mit welchen Zusatzmitteln vielleicht, wie die geglüht wurde, mit welchen Piloten und so weiter. Also das kann man alles eintragen. Und dann steht natürlich ein großer Absatz über die Kalibrierung drinne, voll, Hals, Schulter, wie viel die Schulter zurückgesetzt wird, welche Matrizen ich verwende und ob das Ganze abgedreht ist, welches Bushing ich verwende. Und dann immer eine Angabe in Millimeter oder Zoll, je nachdem, was ihr bevorzugt. Es gibt immer so kleine runde Kreise, wo ich dann sagen kann, ich habe das da auch gemacht, gibt es ein Kreuz rein oder einen Haken. Denn man macht ja nicht wirklich alle Dinge immer. Zum Beispiel abdrehen steht hier kein Haken, weil die Hülse ist nicht abgedreht. Und dann geht es natürlich weiter. Welches Zündhütchen mit welchem Setzer, das ist auch immer interessant. Welches Pulver mit welchem Gerät, welche Menge in Gren und Gramm. Und dann logischerweise auch noch, welches Pulver verwendet wurde. Habe ich hier gar nicht hingeschrieben. Habe ich gerade gesehen bei dem Beispiel, weil ich nur eins habe. Welches Geschoss, muss ich also noch nachtragen, welches Geschoss verwendet wurde, welches Gewicht in Gren und Gramm und welche Charge, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ich schreibe immer die Charge nochmal mit auf. Falls sich mal was ändert, dann kann ich gucken, hat sich da die Charge verändert? Ah, alles klar, ne? Das könnte natürlich sein. Welche Setzmatrize, welche OAL ich messe, welchen Einsatz ich für diese Messung benutze, das steht auch alles drin. Und welche L6 die gesamte Patrone nachher hat. Aber es steht auch drin, der Rundlauf, was und womit ich gemessen habe. Und ganz unten steht nochmal drin, das Hülsenvolumen, weil das brauche ich für die ballistischen Berechnungen in Quickload und in GRT. Also nicht die ballistischen, sondern die Druckberechnungen, die ich da mache. Und deswegen brauche ich das Hülsenvolumen auch. Es gibt auch an der anderen Seite noch weitere Informationen, wenn ich welche habe. Die kann ich in die Notizspalte schreiben. Ich habe das Heck der Skorpion hier ausgemessen und habe genau das Heck hingeschrieben, weil ich die entsprechenden Messmittel habe. Und man kann das, dieses Heck anpassen in GRT und in Quickload und sagen, ah, ich habe das genau vermessen, das ist folgendermaßen. Das ist ja auch mit den Längen der Geschosse so, die stimmen ja oft nicht überein mit den Angaben der Hersteller. Das kann man hier alles aufnehmen und kann dann seine Patrone
damit entwickeln und kann auch immer sehen, wenn ich etwas verändere, nehme ich einfach eine neue Seite und trage dann das Neue ein. Ich kann natürlich auch sagen, siehe vorherige Seite und Folgendes ist geändert worden. Da muss ich mir nochmal alles abschreiben. Ich schreibe das immer nochmal alles ab, weil ich dann im Endeffekt nur noch das Buch hinlege. Hier kommt ein Lesezeichen rein oder irgendwas anderes, so ein Klebezettel. Und dann weiß ich, die Seite nehme ich zum Money machen. Na, weil es ist eh nur bei mir ein Kaliber und eine, exakt eine Patrone. Wenn nicht, macht man sich eben mehrere kleine so eine Hinweiszettel, so eine Kleber da rein und dann geht das natürlich auch. Ja, ganz zum Schluss ist noch die Geschichte mit der Mündungsgeschwindigkeit und der Grafik, damit man sieht, wann eventuell der Lauf verschlissen ist. Das sind aber auch nur ein paar Seiten, irgendwie 4 oder 5 am Ende. Ja, das ist das ganze Ladebuch. Das hat dann 100 Seiten insgesamt. Und ja, ich habe es für mich gebaut, um meine Munition geordneter, systematischer zu entwickeln. Ich habe jetzt zu jeder Munitionsstufe, die ich habe, habe ich also auch eine Dokumentation und daneben auch meine Ladeleitern gleich eingetragen, plus Notizen. Und nichts kann weg, weil es ist alles zusammen in diesem Ringbuch. Ja. Ich habe, glaube ich, man muss ja meine Mindestzahl bestellen zum Anfang und ich habe, glaube ich, 50 Stück von den Dingern und dann muss ich erst wieder eine neue Bestellung ausführen. Also wer eins haben will, der muss ich dann auch ranhalten. Dann sind die irgendwann erstmal alle, aber die kommen ja wahrscheinlich irgendwie in 2-3 Wochen. Das dauert nicht so lange wie meine großen Bücher, sondern geht deutlich schneller. Ja, das war's zu diesem neuen Buch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder heute zum kleinen Ladebuch. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.